Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Kim und ich nehme euch diese Woche wieder ein bisschen mit bei dem, was ich hier in Frankfurt so mache. Diese Woche habe ich auch echt einige coole Dinge geplant und da nehme ich euch dann mit. Ich habe mir jetzt heute mal ausnahmsweise auf einem Blatt Papier meine To-Do-Liste aufgeschrieben, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich das ein bisschen vermisse, auch so in echt was zu haben und nicht nur digital To-Do-Listen zu machen. Ich habe jetzt auch eben wieder einen Anruf getätigt, der war sehr erfolgreich. Das ist ja immer schön, wenn man dann auch das bekommt oder erfährt, was man erfahren möchte. Und jetzt habe ich morgen einen Termin um 13 Uhr. Den trage ich mir jetzt direkt in den Kalender ein. Und dann mache ich weiter mit den nächsten Sachen auf der To-Do-Liste. Unboxing an dieser Stelle. Ich habe einen Secondhand-Fund gemacht, den ich richtig schön finde. Und zwar habe ich diese Vintage-Kerzenständer gefunden auf eBay Kleinanzeigen. Die sind irgendwie richtig interessant und ich habe mir nämlich fürs neue Jahr vorgenommen, dass ich mehr Uniqueness in meiner Einrichtung haben möchte. Ich werde das dann bald mal stylen, wenn ich passende Kerzen für diese Löcher gefunden habe. Ich habe jetzt vorhin ein bisschen ausgemistet und möchte ein paar Kleidungsstücke spenden. Ich hatte euch das in vergangenen Videos auch schon mal erzählt, wenn ihr keinen Container in der Nähe habt, in den ihr die Spenden reintun könnt oder den Container nicht traut, dann gibt es hier die Variante, die ich viel, viel besser finde, an die Deutsche Kleiderstiftung das zu spenden. Und zwar könnt ihr da auf der Website von der Deutschen Kleiderstiftung ein kostenloses Versandlabel anfordern, wo ihr einfach nur eure Absenderadresse eingebt und dann kriegt ihr ein PDF, wo das Versandlabel drauf ist und dann könnt ihr das kostenlos abgeben bei einem dieser beiden Versandpartner. Und das werde ich jetzt mal machen und mein Paket dafür packen. Also Update, die Packstation war ein Fail und ich muss morgen nochmal hingehen, aber ich gehe jetzt einkaufen. Ich war gerade einkaufen und habe ein paar coole Sachen eingekauft. Dinge, die ich auch vorher noch nicht ausprobiert habe und die will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Okay, los geht's. Ich habe Blumen gekauft, Lilien. Ich fand die richtig, richtig schön. Ein Brot, zwei Bananen und dann, das fand ich richtig cool und ich wollte das jetzt unbedingt ausprobieren, süßen Senf und Krezeln gekauft. Einmal diese pommersche Schnittlauch-Leberwurst und ein Aufstrich fürs Brot. Spaghetti, Hafermilch, Oliven, diese Nudeln hier. Ich bin zurück von meinem Termin und es war super kalt draußen. Meine Hände sind immer noch richtig eingefroren und meine Nase auch. Aber ich werde mir jetzt was zu essen machen. Ich habe nämlich richtig Hunger. Habe aber nicht wirklich was im Kühlschrank aktuell, weil wir erst heute Abend einkaufen gehen werden. Und deswegen ist, glaube ich, das Einzige, was ich mir jetzt machen kann, ein Chocolate Banana Smoothie. Dann heute Abend bekommen wir Besuch von Freunden von uns und wir kochen zusammen. Wahrscheinlich Chilis in Carne. Dazwischendrin versuche ich dann noch ein bisschen produktiv zu sein. Ich hatte jetzt ja einen Kundentermin, wo ich außerhalb war. Und jetzt habe ich aber noch einige To-Dos zu tun hier im Homeoffice am Laptop. Und momentan komme ich da gar nicht so richtig hinterher, weil ich erzähle euch gerade nicht alles aus privaten Gründen, aber ich habe gerade so viele einzelne Baustellen zu managen, dass ich manchmal voll den Überblick verliere. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, was es für eine Originalverpackung war, aber diese Plastikdose aufgehoben und mache mir da immer meine gefrorenen Bananen rein. Dann fehlt jetzt noch Kaffee, Hafermilch und Kakao. Gerade Frühstück. Ich war schon mit Tiffy draußen und ich habe jetzt einfach spontan mir so Mini-Banana-Pancakes gemacht. Ich habe dazu auch ein Rezept auf meinem Blog, das kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Und ich fahre nämlich Ende der Woche nach Düsseldorf zur Neonit.
Und dafür werde ich jetzt noch so ein paar Sachen vorbereiten. Und dann freue ich mich darauf, mal wieder so eine kleine Businessreise zu machen und in der Sphäre von nachhaltiger Mode auf dieser Messe eben unterwegs zu sein und neue Dinge zu entdecken und Leute kennenzulernen. Aber ich habe jetzt richtig Hunger und jetzt warte ich erstmal, dass mein Essen fertig wird. In Düsseldorf angekommen. Heute und morgen und gestern eigentlich auch schon war die Neonit-Messe. Das ist eine nachhaltige Modemesse. Auch wenn ich eine Fahrt jetzt hinter mich legen musste, wollte ich natürlich trotzdem hingehen, denn hier gibt es echt richtig, richtig coole Sachen und Stände und ich zeige euch dann über den Tag verteilt mal ein bisschen mehr und morgen auch. Und ich bin total gespannt, wie es wird. Bisschen vlogge ein bisschen mit, okay? Kim ist gar nicht so organisiert, wie sie immer tut. Hier sind wir jetzt schon am ersten Stand, Saki heißt der. Und schaut euch mal bitte an, wie cool dieser Pulli ist. Mit diesen Schultern. Der Hammer, oder? Hier ist jetzt auch noch so ein Stand mit Pufferjackets. Finde ich auch richtig cool. Der heißt Amazing. Coole Schnitte. Finde ich auch nice. Oh, der ist cool. Den mag ich. Ich bin jetzt hier an einem Stand und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass die Sachen hier komplett aus Hundehaar gemacht werden. Und zwar heißt das Shangora und schaut euch mal an, wie cool dieser Pulli aussieht. Hi, ich bin Ann-Kathrin und wir machen Shangora-Kastanien. Das heißt, wir produzieren aus der ausgebürsteten Unterwolle von Hunden ganz feine, edle Strickgarne und produzieren damit Strickprodukte und beliefern auch andere Kunden. Also das Allerbeste finde ich ja daran, dass jeder einzelne Hundehalter da draußen bei uns mitmachen kann. Das heißt, wenn du ein geliebtes Haustier bei dir hast, das ganz viel Haar, kannst du die Unterwolle einfach sammeln und zu uns senden. Und dann landet es ganz nach der zirkulären Kreislaufwirtschaft am Ende wieder in einem Produkt bei uns, was wiederum auch biodegradable ist. Ich bin jetzt hier an einem Stand, bei dem es so Anzüge gibt und ich finde es einfach mega cool, dass es so ein Set ist und man kann das halt zusammentragen und dann sieht man so voll put together aus oder man trägt es halt einzeln und kann das dann auch so casual stylen. Ich schaue mal, ob ich gleich auch nochmal mit der Gründerin sprechen kann und sie ein bisschen mehr erzählen kann über die Brand. Ich bin Tanja vom Modelabel Hedre. Ich habe das Label gegründet 2021, bin auch die Designerin und wir machen Hosenanzüge, Blazer, Tailoring aus Naturmaterialien, achten eben auf Tierleidfreiheit, was uns ganz wichtig ist, was mir ganz wichtig ist und unterstützen auch vor allen Dingen Betriebe, die von Frauen geführt werden, also zum Beispiel unsere Näherei in Berlin. Ich freue mich, wenn ihr alle bei uns mal vorbeischaut im Online-Shop und ja, viele liebe Grüße aus Düsseldorf. Was ist Circular Retail, dass das noch so ein bisschen Themen sind, die irgendwie noch nicht so klar sind? Wenn ich nachhaltig gerben und es ein bisschen klarer definiere, dann ist es ein Prozess und ich glaube, es befindet sich ja alles in einem Prozess. Hi, ich bin jetzt zurück im Hotelzimmer. Was heißt zurück? Ich habe das erste Mal hier eingecheckt, weil ich direkt vom Bahnhof aus zur Messe gegangen bin und ihr habt ja jetzt ein paar Impressionen gesehen von dem Tag heute. Ich bin jetzt gerade mega, mega müde und muss jetzt erstmal alles verarbeiten, weil ich viele Leute, die ich lange nicht gesehen habe, wieder getroffen habe, was richtig schön war und aber auch einige neue Leute kennengelernt habe und vor allen Dingen neue Fair Fashion Brands und deren Gründerinnen. Jetzt werde ich aber nochmal losziehen, deswegen habe ich auch wieder meine Mütze und Jacke an, weil ich mir jetzt noch was zu essen hole und es dann aber wieder mit ins Zimmer nehme, weil ich erstens richtig müde bin und cozy sein möchte und dann eigentlich relativ früh schlafen will und ich mich irgendwie auch noch nicht traue, abends alleine essen zu gehen. Tagsüber, wenn es hell ist, ist es kein Problem, habe ich schon häufiger gemacht, aber abends habe ich irgendwie ein bisschen, fühle ich mich nicht ganz wohl. Weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Hi, ich bin zurück im Hotelzimmer. Oh, es ist einfach so kalt draußen. Meine Hände und meine Nase, mein Gesicht wird dann immer richtig rot vor Kälte. Aber ich habe jetzt
mein Essen. Ich war jetzt in einem Restaurant, das komplett vegan ist. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, die haben nur vegane Optionen, aber die waren komplett vegan. Fangen wir mal mit dem Nachtisch an, weil der gerade ganz oben liegt. 3 vegane Mochi. Dann ist hier irgendwas drin. Ich weiß aber nicht genau was. Das werden wir jetzt rausfinden. Ah, eine Soße. Dann hier. Wow. Ist das Gericht drinne. Das ist jetzt so eine Reisnudelsache mit frittierten Frühlingsrollen und so. Mir läuft gerade voll das Wasser im Mund zusammen. Sehr, sehr lecker, finde ich. Da kommt jetzt noch das Dressing drüber. Und dann werde ich dabei Fernsehen gucken und einen schönen, entspannten Abend machen. Guten Appetit an mich selbst. Und wir hören uns. Guten Morgen, heute ist jetzt der nächste Tag. Wir haben jetzt Montag und es ist mein zweiter und letzter Tag auf der Neonit. Ich habe mich jetzt soweit fertig gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, 9 Uhr oder so. Und ich habe um 11 Uhr meinen Pre-Peak-Slot. Das bedeutet, es gibt auf dieser Messe eine Pre-Peak-Area für die Sustainable Fashion Creator, die sich da ein bisschen näher umschauen können. Denn da wurden Kleidungsstücke zur Verfügung gestellt, die man dann für ein Fotoshooting anziehen kann. Und dafür kann man einen Slot buchen. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich werde mir dann später ein Outfit aussuchen, das ich dann für den Shoot anhaben werde. Und dann wird auch geshootet. Das hier ist übrigens mein Outfit heute. Wie schon gesagt, werde ich mich jetzt fertig machen, weiter anziehen und dann geht's los zur Messe. Okay, ich bin jetzt mittlerweile an der Messe angekommen und habe jetzt gleich meinen Pre-Peak-Slot, von dem ich erzählt habe. Musste mich gerade erstmal ein bisschen anders anziehen, weil es einfach so schön angenehm warm hier drin ist und ich mich irgendwie viel zu warm angezogen habe. Aber gleich gibt es ja sowieso ein anderes Outfit. Jetzt gehen wir erstmal in die Pre-Peak-Area rein und schauen mal, was sich da so ergibt. Schaut mal, wie krass bitte diese Jacke hier ist. Und auch das hier, eine Jacke, eine Puffer-Jacket, die unten einfach schon Fäustlinge dran hat, aber man es auch öffnen kann. Ich habe jetzt meinen Teil gefunden, was ich shooten möchte und es ist so besonders mit dieser Schleppe hier unten dran. Und wir warten jetzt gerade auf die Designerin, die uns dann ein bisschen mehr über diese besondere Jacke erzählen kann. Und ich bin so gespannt, wie das aussieht, wenn ich es dann trage, weil es schon ein sehr, sehr besonderes Teil ist auf jeden Fall. Aber mir ist es direkt ins Auge gefallen. Mein Look ist jetzt fertig, jetzt werde ich das Outfit anziehen, aber es ist richtig schön geworden. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich bin jetzt hier nochmal mit der Designerin von dem Mantel, dem tollen Kleidungsstück, das ich beim Shooting anhatte. Und ich freue mich total, weil sie uns jetzt noch ein bisschen mehr darüber erzählen kann, wie das entstanden ist und was sie sich dabei gedacht hat. Hi, ich bin Antonia. Ich bin Studentin an der Hochschule Niederrhein, jetzt mittlerweile im Master. Und ich habe auch dort schon meinen Bachelor abgeschlossen im Bereich Designingenieur. Und hier sind 2 Teile meiner Bachelorarbeit. Den Mantel hatte Kim eben vorhin beim Shooting an. In dieser Kollektion geht es um das Gletscherschmelzen infolge des Klimawandels und es erzählt quasi die Geschichte, wie die Gletscher sich eben entwickelt haben im Laufe der Zeit. Also es beginnt, es ist wie so eine Storyline, es wird erzählt über 6 Outfits. Beginnt bei 1850 und da waren die Gletscher eben noch sehr ausgeprägt und dafür steht eben auch dieser Mantel. Das reflektierende Material greift eben die Eigenschaft auf der Gletscher, was eben so wichtig ist, das Sonnenlicht zu reflektieren, damit sich die Böden eben nicht weiter erwärmen. Und im Inneren des Gletschers, oder des Mantels, sieht man dann das gespeicherte Wasser. Bezüglich der Nachhaltigkeit, ich habe mein Praktikum bei einem bayerischen Sportartikelhersteller gemacht und der hatte ganz viel Deadstock-Ware. Und die habe ich eben versucht, in dieser Kollektion möglichst viel mit einzuarbeiten. Materialien, die dort sonst weggeschmissen worden wären. Und die konnte ich nehmen für meine Kollektion und neu verarbeiten. Ganz tolle Arbeit. Danke. Vor allen Dingen, wenn es halt Mode nicht einfach nur Mode ist, sondern wenn sie halt auch eine Message beinhalten kann. Okay, wir sind jetzt fertig. Wir fahren jetzt zurück zum
Bahnhof. Ich weiß gar nicht, ob ich dich jetzt schon vorgestellt habe. Das ist übrigens Hanna. Und uns hat die Neonit richtig gut gefallen, würde ich sagen. Wir haben sehr viel gesehen, viele neue Leute kennengelernt und ja, gehen jetzt. Bye!